bin die Leitung von 3 Bereichen. Die zentrale Notaufnahme, Endoskopie und Patiententransport. Vornehmlich aber zentrale Notaufnahme. Mich interessiert wahnsinnig dieses akute Ungewisse. Dem Patienten geht es schlecht. Herauszufinden, was er hat. Mit hochqualitativem Werkzeug. Also wir sind gut ausgestattet in der Notaufnahme. Viele sehen uns als Kiezkrankenhaus. Das bedeutet, wenn irgendetwas Ungewisses kommt, kommen sie zu uns und wissen, dass sie dort auch schnell, freundlich und menschlich Hilfe bekommen. Ich habe angefangen 1999 als Praktikantin. Ich war in der Unfallchirurgie, habe ein halbes Jahr dort Praktikum gemacht und habe gemerkt, okay, ist ein interessantes Feld, die Menschen interessieren mich, das Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam, mit den Ärzten, die Untersuchungen, die Behandlungen. So dass ich mich entschlossen habe, mich hier zu bewerben und habe auch meine Ausbildung hier gemacht, 3 Jahre lang, und bin danach direkt in die Notaufnahme gekommen. Damals war das noch eine kleine Erste Hilfe, die ich jetzt zusammen mit dem Team, was wir haben, aufgebaut habe zu einer interdisziplinären Notaufnahme. Ich bin auch ehrenamtlich tätig beim DRK. In meiner ehrenamtlichen Tätigkeit lerne ich viel über Notfallmedizin. Ich fahre Rettungswagen draußen, gehe zu Fortbildung und Schulung, sodass ich auch diese Qualifikation hier wieder mit ins Krankenhaus bringen kann und auch den Mitarbeitern und Praktikanten und Schülern nahebringen kann. Das, was ich mag an diesem Haus, ist die Nähe zu allen Mitarbeitern. Ich habe einen engen Kontakt zu denen, kann eng mit denen zusammenarbeiten. Wir haben gute Absprachen untereinander. Mir wird Wertschätzung entgegengebracht. Von allen Seiten.